Guten Abend, meine Damen und Herren. Beim Absturz eines Airbus A320 der Air France über dem Flughafen Mühlhausen-Harbsheim im Elsass sind heute mindestens 4 Passagiere getötet und 98 verletzt worden. An Bord befanden sich Ehrengäste und Journalisten. Die Maschine gehört der neuen Airbus-Generation an. Ihren Jungfernflug absolvierte sie erst im April. Inzwischen hat die französische Fluggesellschaft Air France alle Flüge mit dem Airbus A320 vorläufig eingestellt. Der Airbus war in einem Waldstück abgestürzt und schlug dabei eine 150 Meter lange und 50 Meter breite Schneise. Die beiden Tragflächen wurden abgerissen, das Cockpit aufgeschlitzt. Im Bug brach ein Feuer aus, das jedoch schnell gelöscht wurde. Über Notrutschen konnte sich ein Teil der Passagiere in Sicherheit bringen. Andere waren stundenlang eingesperrt, bevor sich Feuerwehrleute Zugang verschafften. Rettungsmannschaften sowie 5 Hubschrauber suchen weiterhin nach Verletzten und Toten. Dabei kommen sie nur langsam in dem Dickicht voran. Die beiden Piloten der Unglücksmaschine sind nur leicht verletzt. Einer sagte, er habe noch versucht, der Maschine Schub zu geben, sie habe aber nicht reagiert. Mittlerweile ist eine Expertengruppe zur Absturzstelle unterwegs, um die Unglücksursache zu klären. Es wird vermutet, dass der Airbus zu viel an Höhe verloren hatte. Ein Amateurfilmer hatte den Anflug der Maschine mitverfolgt. Im Tiefflug streifte sie mit ausgefahrenem Fahrwerk am Ende der Piste Bäume. Etwa 800 Meter weiter schlug sie auf. Augenzeugen berichteten von mehreren Explosionen. Eine riesige Rauchwolke stieg über der Absturzstelle auf. Alex, der Airbus ist abgekeilt. Der Airbus ist abgekeilt. Der für 1992 angestrebte europäische Binnenmarkt hat nach Ansicht des Präsidenten der EG-Kommission Delors weit mehr als nur wirtschaftliche Dimensionen. Künftig werde zum Beispiel eine enge Zusammenarbeit für den Schutz der Natur in Medizin und Bildungswesen sinnvoll sein. Delors sprach heute auf einer Kundgebung der europäischen Bewegung in Hannover. Einen Tag vor Beginn des EG-Gipfels dort gehörte auch Bundestagspräsident Jenninger zu den Rednern. Wir sind auch hierher gekommen, die Vertreter der europäischen Bewegung, um Dampf zu machen, dass es weitergeht mit der Einigung Europas. Und deswegen appellieren wir an die Staats- und Regierungschefs, macht wahr mit eurer Absicht, jetzt den Arbeitskalender und den genauen Zeitplan verbindlich festzusetzen, damit 1992 für den Binnenmarkt nicht nur zum politischen Zieldatum wird. Wir brauchen jetzt ein verbindliches Programm, damit der Binnenmarkt nicht nur Chance bleibt, sondern realisiert werden kann. Viel werden die Hannoveraner von diesem Gipfel nicht zu sehen bekommen. Diverse Prachtgebäude dieser Stadt waren für sein Ausmaß und seine Sicherheit scheint's nicht gut genug. So packt man das Ganze ins menschenleere Messegelände mit dem Charme einer stillgelegten Zementfabrik. Wenigstens wird das nach langer Zeit mal eine Sitzung, die nicht verschlampte Kassenlagen und aufgestauten Ärger wegräumen muss, sondern die sich Zeit nehmen kann für Grundsatzgespräche und Zukunftsfragen. In der ersten Euro-Begeisterung für Binnenmarkt und grenzenlosen Wettbewerb hatte man die sozialen Folgen hintangestellt. Betriebsverlagerungen, Arbeitsplatzunterschiede und eine andere Sozialversicherung, das schafft Riesenprobleme. Morgen dazu hier eine erste Runde. Das zweite Thema, die Währungsunion. Eine einheitliche Währung für alle Europäer ist noch weit entfernt. Hier soll zunächst mal ein Planungsausschuss berufen werden. Aber schon seine personelle Zusammensetzung ist höchst delikat. Denn wer sich darauf einlässt, eine Währungsunion mit anderen zu bilden, der gibt einen Großteil seiner selbstständigen Wirtschaftspolitik auf. Das wird noch lange dauern. Die Angleichung von vielen hundert Gesetzen, die der Binnenmarkt nötig hat, ist zu einem Drittel geschafft und auf gutem Wege. Morgen soll hier ein Zeitplan aufgestellt werden für die Bewältigung des Rests. Auch soll der Rat sich überlegen, ob man gegen die Nordseeverschmutzung nicht radikaler vorgehen muss und ob man gemeinsam etwas gegen internationale Verbrecherbanden unternehmen kann. Der Bundeskanzler scheint inzwischen überzeugt davon, dass es Mafia nicht nur in Sizilien gibt. Am Dienstag dann Außenbeziehungen der Gemeinschaft und Ost-West-Politik. Optimistisch über die konjunkturellen Aussichten für 1988 hat sich der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes Geiger geäußert. Gegenüber dem deutschen Depeschendienst sagte Geiger,
alle skeptischen Prognosen der Vergangenheit seien nicht eingetroffen. Stattdessen nehmen Konsum und Investitionen zu. Auch Problembereiche wie die Bauindustrie hätten wieder Tritt gefasst. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt werde sich allerdings nur geringfügig ändern. Die Freien Demokraten wollen die geplante Erhöhung des Briefportos von 80 Pfennig auf eine Mark nicht mitmachen. Die Anhebung, so der postpolitische Sprecher der FDP Funke, sei zu drastisch. Eine Erhöhung auf 90 Pfennig reiche für die nächsten Jahre aus. Aus sozialen Gründen lehne die FDP auch die geplante Streichung der 20 gebührenfreien Telefoneinheiten ab. Über die Gebührenerhöhung entscheidet der Postverwaltungsrat am kommenden Freitag. Die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen hat sich erneut gegen den geplanten Dienstleistungsabend ausgesprochen. Ihr Vorsitzender Volkmar warf Bundesarbeitsminister Blüm vor, mit dieser Initiative mache er sich zum Erfüllungsgehilfen der Wirtschaft. Beim Dienstleistungsabend gehe es nicht vorrangig um die Interessen der Verbraucher. Ziel der Regelung sei es vielmehr, Arbeitnehmer aller Branchen künftig rund um die Uhr verfügbar zu machen. Für eine Demokratisierung der DDR-Gesellschaft hat sich der regionale Evangelische Kirchentag in Halle ausgesprochen. In den heute verabschiedeten 20 Thesen werden vor allem mehr Offenheit und Dialog gefordert. Dies, so heißt es, sei notwendige Voraussetzung für die Mitbestimmung der Bürger. Die Kommunisten müssten auf ihr Wahrheitsmonopol verzichten. Protestiert wurde in Halle dagegen, dass an diesem Wochenende erneut drei Kirchenzeitungen auf staatliche Anordnung hin nicht erscheinen durften. Papst Johannes Paul II. Hat zu mehr Menschlichkeit im täglichen Leben aufgerufen. Vor 1400 Alten, Kranken und Behinderten bemängelte er im Salzburger Dom, dass sie teilweise nicht als gleichwertige Bürger in der Gesellschaft anerkannt würden. Kritische Worte richteten Studenten an das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Sie zitierten eine Umfrage, nach der 3/4 der jungen Leute mit den Aussagen des Papstes nichts anfangen könnten. Gründe dafür seien die komplizierte kirchliche Sprache und ihre autoritären Standpunkte. Die Kirche werde nur noch als Institution erlebt. Zur Stunde nimmt der Papst zum ersten Mal außerhalb Italiens in einer evangelischen Kirche an einem ökumenischen Gottesdienst teil. Im autonomen Gebiet Bergkarabach in der Sowjetunion ist der Generalstreik ausgesetzt worden. Von morgen an, so beschloss seine große Bürgerversammlung, soll in den Betrieben zunächst wieder gearbeitet werden. Zur Begründung verwiesen Bürgerrechtler auf die bevorstehende Sonderparteikonferenz in Moskau. Die vorwiegend armenische Bevölkerung in Bergkarabach will nicht mehr zu Aserbaidschan gehören. In Taschkent soll die Polizei heute eine Demonstration von etwa 20.000 Krim-Tataren gewaltsam aufgelöst haben. Die Tataren fordern die Wiedererrichtung einer autonomen Republik auf der Halbinsel Krim. Sie waren in der Stalinzeit gewaltsam nach Zentralasien umgesiedelt worden. Nur wenige durften bislang zurückkehren. Die Verhandlungen über Angola und Namibia in Kairo sind mit geringen Fortschritten vertagt worden. Eine weitere Konferenz über den seit 13 Jahren anhaltenden Angola-Konflikt soll im Juli in den Vereinigten Staaten stattfinden. Die erste Konferenz zwischen den USA, Südafrika, Angola und Kuba war Anfang Mai in London ohne Fortschritte zu Ende gegangen. Es folgte dann ein wochenlanges Tauziehen um den Konferenzort. Südafrika war für eine afrikanische Stadt, Angola für eine europäische. Man einigte sich schließlich auf Kairo, eine arabische Stadt. Südafrika, das Namibia gegen die Beschlüsse der Vereinten Nationen besetzt hält und Truppen im südlichen Angola stationiert hat, macht den Abzug der Kubaner aus Angola zur Voraussetzung für die Entlassung Namibias in die Unabhängigkeit. In diesem Punkt wird Südafrika von den USA unterstützt. Angola und Kuba ihrerseits fordern die Unabhängigkeit Namibias und die Einstellung der südafrikanischen Angriffe auf Angola als Vorleistung für den Abzug der Kubaner. In den letzten Wochen ist das kubanische Kontingent von 40.000 auf 45.000 Soldaten aufgestockt worden. Nach südafrikanischen Angaben sind 10.000 Kubaner weit in den Süden Angolas vorgedrungen und stehen nur noch 10 Kilometer von der Grenze zu Namibia. Südafrika und die USA haben gleichzeitig ihre Waffenlieferungen an die UNITA verstärkt, die prowestliche Rebellenbewegung, die gegen die marxistische Regierung Angolas seit vielen Jahren einen Putschkrieg führt. Auf ihrem letzten Gipfeltreffen verständigten sich Reagan und Gorbatschow darauf, bis zum 29. September eine Friedensregelung für das südliche Afrika zu finden. Mindestens bis dahin wird die angolanische Bevölkerung weiter unter dem Krieg leiden müssen.
Islands Staatspräsidentin Finn Bogadottir ist mit großer Mehrheit für eine dritte Amtszeit wiedergewählt worden. Die 58-Jährige erhielt 92,7% der Stimmen. Ihre Gegenkandidatin kam auf 5,2%. Die parteilose Finn Bogadottir hatte 1980 ihr Amt als erstes demokratisch gewähltes weibliches Staatsoberhaupt der Welt angetreten. Über 40.000 niederländische Fans begrüßten heute auf dem Flughafen von Eindhoven ihre neuen Fußball-Europameister. Die Mannschaft war mit einer Sondermaschine aus München gekommen. Mit einer Polonaise und orangenen Pappnasen sorgten die Kicker für Karnevalsstimmung. Im Zentrum von Amsterdam warteten dann Hunderttausende auf die 2:0-Sieger des gestrigen Endspiels. Einige hatten sich vor Begeisterung nicht nur in der Nationalmannschaftsfarbe gekleidet, sondern auch die Haare orange gefärbt. In wenigen Minuten beginnt im Lübecker Dom das Eröffnungskonzert für das dritte Schleswig-Holstein-Festival. In den kommenden Wochen werden rund 200 Konzerte an 29 Veranstaltungsorten zu hören sein. Schon fast eine Tradition. Wie bereits in den beiden vergangenen Jahren findet die Festivaleröffnung im Lübecker Dom statt. In wenigen Minuten wird das NDR-Sinfonieorchester zum Auftakt Schuberts 8. und Bruckners 9. Sinfonie spielen. Die Kartennachfrage ist enorm. Schon jetzt sind fast 50 Zusatzkonzerte geplant. Die Veranstaltungsorte sind Schlösser, Kirchen, Konzertsäle, Herrenhäuser, Scheunen und Turnhallen. Das Motto auch in diesem Jahr das Beste für möglichst viele. Mit Billigkarten und großen Namen sollen weite Kreise der Bevölkerung angesprochen werden. Wieder dabei unter anderem die Dirigenten Sergio Cilibidache und Leonard Bernstein, die auch als Lehrer für die Orchesterakademie mit Musikern aus den USA und Europa zur Verfügung stehen. Anschließend ist mit dem Festivalorchester eine Tournee quer durch Europa geplant. Eine weitere Ausbildung junger Künstler erfolgt in den sogenannten Meisterkursen. Erstklassige Pädagogen, wie hier Elisabeth Schwarzkopf, werden zahlreiche Talente unterrichten. Doch nicht nur für das kulturelle Leben in Schleswig-Holstein sind die kommenden 8 Wochen herausragend. Auch der Fremdenverkehr profitiert von dem Musikfestival. Mehr als 300.000 Besucher werden in den Festspielorten erwartet. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 27. Juni. Das Satellitenbild zeigt starke Bewölkung über weiten Teilen Deutschlands. Nur über dem Süden war es gebietsweise aufgeheitert. Die vom Atlantik nach Skandinavien reichende Hochdruckzone und das über dem nördlichen Mittelmeer und dem Alpenraum liegende Tiefdruckgebiet verlagern sich nur wenig. Dazwischen werden feucht-warme Luftmassen herangeführt. Die Vorhersage für morgen. Gebietsweise Frühnebel, sonst teils aufgelockerte, teils starke Bewölkung und besonders in der zweiten Tageshälfte einzelne Schauer oder Gewitter. Tiefsttemperaturen 10 bis 15 Grad. Höchsttemperaturen 19 bis 24 Grad. Im Norden zeitweise mäßiger, sonst nur schwacher Wind aus Nord bis Nordost. Die weiteren Aussichten? Am Dienstag keine wesentliche Änderung. Die Tagesschau meldet sich wieder um 22:15 Uhr.